herzlich willkommen bei Wissenslust. Schön, dass du dabei bist. Dankeschön für die neuen Abonnenten, die auch da sind und für die alten, die immer noch da sind und denen, die immer zwischendurch reinschauen. Vielen Dank. Was möchte ich heute mal kurz für ein Thema machen, bevor wir natürlich auch wieder zum Darm und andere Sachen kommen, ganz klar. Aber wir haben ja jetzt durch Corona wieder so ein, ab 2. November haben wir ja dann wieder so einen leichteren Lockdown. Und da geht es ja wieder darum, dass es in den Wintermonaten natürlich nicht einfach sein wird, dieses Virus einzudämmen. Also was können wir machen? Wenn ihr noch nicht so lange dabei seid, schaut einfach mal bei den Videos rein mit Vitamin D und überhaupt vielen Vitaminen. Dann habe ich die Katzenkralle-Tee und noch viele andere Sachen, die eben auch Viren töten können. Ja? Und das noch gesund, auf gesunde Art und Weise. Und auch vieles, was die Lunge stärkt. Also da könnt ihr gern schauen. Und warum bin ich jetzt heute nochmal da und komme nochmal auf das Thema Wasserstoffperoxid? Auch da habe ich ja schon Videos gemacht, ganz am Anfang. Da müsst ihr mächtig runterscrollen. Das sind somit die ersten gewesen. Und es ist an der Zeit, dass ich nochmal eins mache. Ich zeige euch jetzt mal, und zwar geht es um das 30-prozentige unter anderem. Also das ist etwas, was ich bekommen habe, aus der Apotheke besorgt. Und ja, da hatte ich halt Glück. Man kriegt das nicht überall und ich habe das halt von jemandem aus einer anderen Stadt besorgt bekommen, mitgebracht und das war wunderbar. Also ich halte es euch noch mal ein bisschen hin. Gibt bestimmt auch ganz anderes. Und dann gibt es, also Wasserstoffperoxidlösung 30% ist das. Und ich muss mal gucken, hier sind also Stabilisatoren drin. Man sagt wegen den Phosphaten, man soll eigentlich ein Wasserstoffperoxid nehmen ohne Phosphate. Muss man schauen, wo bekommt man es her? Also ich denke, es ist so viel Phosphat teilweise drin. Also selbst wenn man nur mal so eine Limo nimmt, Limonade, ihr wisst schon, was ich meine, irgendeine Cola oder sowas, da sind auch Phosphate drin. Und natürlich soll man nicht viel davon nehmen, aber ich sag mal so, wenn wir über alles nachdenken und auf alles achten wollen, wird auch alles ein bisschen schwierig. Und man muss auch mal gucken, wie kommt man drauf ran. Jetzt kommt man in das 30-prozentige nicht einfach so ran, weil ich schon mal erzählt hatte, damit kann man böse Dinge machen und das sollte man nicht. Also ich jetzt erzähle einfach mal jetzt von meinen Anwendungen, die ich damit mache und zeige euch dann auch, wie ich das nutze. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal meine Fingerspitzen. So sehen die Fingerspitzen nach einer gewissen Zeit aus, wenn ihr mit Wasserstoffperoxid gearbeitet habt. Und jede Friseurin weiß und jeder Friseur weiß, das kann passieren. Denn wenn die färben, brauchen die ja auch Wasserstoffperoxid. Und von daher kann gar nichts passieren. Und das ist von dem 30-prozentigen. Das heißt, das bitzelt natürlich ein bisschen. Und ist so, als wenn man jucken könnte oder so. Also es, man kann es nicht so wirklich gut beschreiben und dann geht es wieder weg. Und das kann man ganz toll auftragen. Das habe ich jetzt schon mal ab hier im Daumen und hier auch, weil ich einen Wattepad benutzt hatte. Das heißt, ich gieße mir dann hier aus diesem Teil entweder etwas in ein kleines Schnapsgläschen rein. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ne? Und ich mache das jetzt mal. Ich nehme jetzt einen Löffel dazu. Eigentlich braucht man gar keinen Löffel dazu. Guck mal, ich fülle mir das dann hier ein, wenn ich das nutze, für die Haut. Und dann tauche ich einfach den Wattepad rein. Oder aber ich nehme die Q-Tips, beziehungsweise ja, Wattestäbchen. Ja, also Wattestäbchen. So. Und das will ich euch jetzt mal zeigen, nochmal ganz bestimmt, weil ich so das Gefühl habe, dass hier an der Seite irgendwie scheint da wieder sowas wie eine Alterswarte zu kommen. Vielleicht kennt das der eine oder andere und dann sagen die Ärzte immer, ja, dagegen kann man nichts machen, das ist so. Aber wenn eine Warze kommt, kann es sein, dass sich das mit so ein bisschen Jucken oder sowas einhergeht. Oder wenn jemand vielleicht auch mal öfter mal einen Pilz hat, ja, da wo feuchte Stellen sind, unter der Brust, unter dem Bauch oder irgendwo so. Also auch da ist das immer wunderbar nutzbar. Da muss man einfach mal schauen. Und ich habe das Gefühl, so an dieser Seite, ich merke das dann, dass dann, ja, irgendwie will da so eine Warze kommen, habe ich das Gefühl. Das bedeutet natürlich auch, dass ich eigentlich nicht genügend Zink wieder habe. Die letzte Zinkuntersuchung ist jetzt schon ein bisschen her. Und da war ich so, ja, so kurz vor der Mitte war ich da. Und
Das ist aber anscheinend nicht ausreichend, weil wir wissen, Zink ist ja auch ein Virenkiller. Und was sind Warzen? Viren, ne? Also von daher, ja, jetzt will ich euch das erstmal zeigen, denn vielleicht könnt ihr das am Hals sehen. Ich komme jetzt mal ein bisschen näher, weil ich, deswegen habe ich natürlich schon diese weißen Finger, weil ich das schon vor knapp 10 Minuten schon mal drauf gemacht habe, damit man schon mal sieht, wie sich das verändert. Also ich komme jetzt mal ein bisschen näher und hoffe, die Kamera kann das einfangen und vielleicht seht ihr hier irgendwo so weiße Stellen in dem ganzen Bereich so ein bisschen. Mache ich das dann oft drumherum dann auch mal, weil man ja nie weiß, wo kommen die Viren denn jetzt eigentlich raus, wo kommen sie her, ne? Welchen Weg haben sie eingeschlagen. So, ich hoffe, ihr konntet das jetzt ein bisschen sehen. Das kann man also machen, auch wenn ihr Pickel habt, die entzündet sind. Und das Leidtragende ist, wenn man sich zwischendurch mal die Haare entfernt, also entwachst, dann kann es mal passieren, das seht ihr, das ist jetzt bei mir hier passiert, dass ich hier so kleine Pickelchen habe. Und da will ich euch jetzt die Anwendung mit dem 30-prozentigen mal zeigen, damit ihr seht, wie das spitzelt. Und da passiert nicht viel. Es ist immer so, man muss halt auf alles ein bisschen achten. Niemals auf offene, natürlich kann man das auf offene Wunden machen. Also ich meine jetzt nicht auf die Schleimhäute, also auf die Augen bringen oder sowas. Also da muss man dosiert sein. So, also jetzt seht ihr einfach, ich mache das jetzt hier. Und jetzt ist es schön ein bisschen feucht. So, jetzt muss ich mal ein Spiegelchen nehmen, ne, damit ich die Stellen auch genau sehe. Ich hoffe, ihr könnt es dann auch sehen. Ich habe so einen uralten Spiegel. So einen Handtaschenspiegel. So, und dann trage ich das jetzt auf. Und dann wird das ein bisschen dauern. Das fängt jetzt schon ein bisschen an zu bitzeln. Und hier oben habe ich mir leider mal was ausgedrückt gehabt und dachte, das war ein Pickel. Das war aber gar nicht. Also auch da tue ich mal was drauf. Und hier habe ich gesehen, dass da auch ein paar Flecken sind. Und hier auch, also hier sieht man manchmal wie so kleine Leberflecken, das sind halt Absonderungen von der Leber. Und das bedeutet natürlich, die Leber muss immer unterstützt werden. Und man kann das jetzt, hier im unteren Bereich hatte ich von diesen Entwachsen auch so ein bisschen, wie so Pickelchen. Und da mache ich mir in dem Bereich auch nochmal drauf. Und dann gehe ich auch gleich nochmal hier drüber, wo ich das Gefühl hatte, und ich das, wer seinen Körper mit der Zeit kennt, der weiß das, und bisher war das so, dass es dann wirklich wie so ein komisches Jucken war und dann war plötzlich so eine Alterswarze da. So, wer das möchte, kann das ja behalten und ihr geht immer alle zum Arzt, ihr macht das bitte nicht nach. Immer Arzt, Heilpraktiker, Apotheker fragen. So, und jetzt könnt ihr hier schon sehen, dass das Wasserstoffperoxid zu wirken anfängt. Das bittelt schön, das tut auch überhaupt nicht weh. Also es ist halt je nachdem, an welcher Stelle es ist, merkt man es manchmal mehr und manchmal weniger. Und es ist alles zum Aushalten, das ist nichts, was jetzt doll brennt, aber es ist auch nicht so super angenehm an diesen Stellen hier. Das muss ich sagen. Also in diesem Raum hier, wahrscheinlich weil das auch gut durchblutet ist, keine Ahnung warum. Jedenfalls ist es einfach so, vielleicht gehen auch viele Nerven durch. So, jetzt habt ihr das, denke ich mal, gut gesehen, oder? Also das heißt, wenn ich jetzt diese Stellen habe oder auch hier diese Warze, dann streiche ich das ein, wann immer ich denke, oh, der ist aber was Komisches. Also ne, man sagt immer mit dem Alter, man muss dann natürlich mit der Leber auch wieder viel arbeiten. Dazu habe ich ja auch Videos gemacht. Da müsst ihr einfach mal reinschauen mit den Bitterstoffen. Die sind jetzt im Winter sowieso sehr, sehr, sehr wichtig. Und unter anderem gibt es ja wieder sehr viel Kohl. Mit dem Vitamin C, der ist natürlich auch super wichtig. Und denkt dran, wenn ihr Zink zu euch nehmen solltet, jetzt im Winter, dass das ein gutes, verwertbares Zink ist. Und dann sollte man auch immer mit Vitamin C nehmen und bitte nach dem Essen, weil die meisten das vor dem Essen nicht vertragen. Also da muss man wirklich ein bisschen auf sich hören. Sonst kann das sein, dass es wirklich wie so ein, dass das aufwühlt und dann hat man das Gefühl, es sammelt sich die Spucke und man ist so kurz vorm Übergeben. Bei manchen ist das so. Also da ist dann halt auch ein großer Mangel immer da, sagt man. So, jetzt seht ihr das, glaube ich, ganz super, oder? Da brauche ich gar nichts mehr machen. Hier oben ist es einfach nur zur Unterstützung für die Haut. Und das heißt also, in diesem Bereich tupfe ich mir das auch auf. Das kann sein, wenn ihr das in diesem Bereich macht, dass ihr dann nach einer gewissen Zeit das Gefühl habt, die Augen fangen so ein bisschen an zu tränen. Also bei mir ist das so, ihr sollt das ja nicht tun. Und dann ist das, ihr merkt einfach, wie der Sauerstoff arbeitet. Und in dem anderen Film mit dem 30% habe ich erzählt, dass ich ungefähr hier
eine Stelle hatte, die da rausgewachsen war. Der sah aus wie so ein Blumenkohl. Das wurde auch immer schneller und immer größer. Und dann habe ich gedacht, okay, bevor ich also jetzt zum Hautarzt gehe, beziehungsweise einen Termin habe, mache ich die ganze Zeit dieses 30-prozentige drauf. Das habe ich dann immer gemacht, auch im größeren Umfang. Und dann habe ich richtig gemerkt, dass das ganz tief ging. Das waren wie so lange Krakenarme, die dann runtergingen, wo also dieses Ding, was da auch immer das war, gewachsen ist. Und dann, also das zog sich richtig bis runter. Da habe ich gedacht, liebe Leute, wenn das jetzt oberhalb nur abgeschabt worden wäre vom Arzt oder von irgendwem, dann hätte das den Untergrund gar nicht erwischt. Also das hätte gar nicht, das wäre wahrscheinlich wiedergekommen. Und es ist sogar so nochmal wiedergekommen. Aber es hat gedauert, ein halbes Jahr oder sowas. Und dann habe ich das nochmal ordentlich damit eingecremt. Und jetzt seht ihr, ist das alles weg und ist auch ohne Narben oder sowas weg. Ich weiß nicht, was es war. Und deswegen sollt ihr das natürlich auch nicht machen. Nur sage ich mal so, es ist weggegangen und es ist sehr in der Tiefe weggegangen. Und ich finde sowas unterstützend für mich wunderbar. Denn man hat ja meistens viel Zeit, ne, bis man zu den Ärzten kommt. Bis so Termine rum sind oder bis man einen Termin bekommt, da geht viel Zeit ins Land. Und da bin ich nicht die, die da so nutzlos rumsitzen will, sondern dann versuche ich schon zu unterstützen. Und wenn es sich dann ergeben hat, ist es gut. Ja? Und dann ist es halt auch abgefallen und ja, was soll ich dann noch beim Arzt? Ne? War nicht mehr notwendig, ist nicht mehr da. Und so, also jetzt seht ihr, das sieht natürlich alles ein bisschen jetzt gefährlich aus. Das dauert halt auch so einfach seine Zeit. Also wer das jetzt drauf macht und geht aus dem Haus, wäre das vielleicht nicht so günstig. Aber so, ihr seht jetzt am Hals überall. Da kann man das sehr gut sehen. Das ist halt mit dem Entwachsen immer so eine Sache, ne? Je nachdem, wie man das dann auch macht. Eigentlich habe ich das nicht so oft, aber ja, guck mal. Am Kinn bin ich so lang gegangen. Also es ist, wie es ist. Jedenfalls ist es eine tolle Sache, weil dann kann ich das euch auch ganz toll zeigen, so dass ihr das sehen könnt. Und jetzt kann man das natürlich, dieses Wasserstoffperoxid, warum ich den Spiegel noch als halte, wollte ich jetzt eigentlich, brauche ich nichts mehr machen. Ne? Also wenn ihr irgendwo eine Warze habt, könnt ihr das jederzeit drauf tupfen. Ihr könnt also diese Wattepads nehmen. Aber denkt dran, diese Wattepads sind auch schnell durchlässig. Das heißt, aus diesem Grund habe ich das natürlich am Finger. Vielleicht könnt ihr euch eine andere, dass ihr das umwickelt, was weiß ich, um Plastiklöffel drumherum oder sowas. Und dann kann man das vielleicht mit einem Gummi festmachen. So hatte ich mir schon mal überlegt. Aber im Allgemeinen ist das gut. Es ist nur, wenn ihr das öfter macht am Tag oder auch jeden Tag so ein bisschen, bis sowas weg ist, dann merkt man das immer ein bisschen mehr. Das ist dann wahnsinnig gut durchblutet, ne? Also das könnt ihr euch ja machen, wie ihr wollt. Wenn ihr damit arbeitet, also denkt immer dran, immer mit Kunststoff. Und jetzt gibt es natürlich auch die Kur. Und auch da habe ich ja ein Video zugemacht. Und da ist ja jemand gewesen, der die empfiehlt. Und jemand war auch dabei von euch, der dazu noch einen Kommentar gemacht hat zu dieser Kur und wie wendet man sie an. Und das ist etwas, was ich glaube, was jetzt für den Winter mit den Viren, die da kommen, sehr gut ist. Man kann also, die 30-prozentige müsst ihr ja überhaupt nicht euch besorgen lassen oder drüber nachdenken. Man kann das auch mit der 11-prozentigen machen oder was ihr eben bekommt, die 3-prozentige auch. Und zum Einnehmen, manche gurgeln damit, manche nehmen das eben auch ein und ich zeige euch das gleich, dass ich das auch einnehme, aber ich verdünne mir das dann halt sehr. Also ihr braucht immer dazu den Plastiklöffel und schaut mal, ich hatte dann in dem Buch, das ich vorgestellt hatte, auch in dem anderen von dem Professor, ach wer ist denn jetzt wieder? Garz. Der hatte hinten auf der letzten Seite so etwas erzählt von einer Salbe, die gut ist, eine Hautsalbe, also die auch gut ist bei Akne. Die wird halt für Akne verkauft. Das ist 10-prozentiges Wasserstoffperoxid ist da drin. Und das ist zum Beispiel eben auch für auf die Haut aufzutragen, aber 10% muss man ja nicht nur auf Pickel auftragen. Ne? Also das könnte man, also wenn man glaubt, man hat eine Hautirritation oder sowas, könnte man das ja eben hiermit dann auch probieren. Also die waren ganz erstaunt in der Apotheke, wie ich nachgefragt hatte. Und ja, habe ich besorgt bekommen, fand ich dann ganz gut, ne? Weil ich wüsste nicht, dass die so angeboten wird einfach und die reinigt dann und hilft der Haut. Und das seht ihr ja hier, ja? Also das ist einfach so, das dauert dann seine Zeit, das wird alles mit Sauerstoff jetzt versorgt innen drin, deswegen bitzelt das alles.
Bakterien, die da jetzt drin sind oder die sich gebildet hatten oder sowas. All das wird jetzt gut bearbeitet. Das dauert halt so ein bisschen seine Zeit, aber dann ist es wunderbar für die Haut. Und das kann man natürlich auch ganz toll machen auf Krampfadern. Also ich mache das auch auf Krampfadern. Nun mache ich nicht alles immer zur selben Zeit, wisst ihr. Man hat ja immer so, dass man eine gewisse Zeit das nimmt und das und das. Und das Wasserstoffperoxid, da bin ich jetzt halt einfach nochmal durch diese, wo ich denke, da kommt eine Warze. Da bin ich jetzt, denke ich, ja, und jetzt nutzt du es gleich wieder, denn für Corona ist es gut. Man kann natürlich auch, also wenn ihr das hier in der Nähe der Nase auch macht, ne? Hier außenrum, wer zum Beispiel Schnupfen hat oder sowas, wer das hier in die Nähe von der Nase macht oder auch hier, da kann es sein, dass euch mal ein bisschen anfängt, die Nase aufzulaufen, weil das richtig durchbrutzelt. Ich kann das immer nur so beschreiben mit so einem Brutzeln. Das atmet richtig durch und dann gibt das auch Freiheit. Und Diana Eagle zum Beispiel, die Vetrusin, die hat ja auf ihrem Kanal auch erzählt, dass sie das also auch nutzt. Für Nasenspülungen, die erzählt genau, wie es geht. Die nimmt aber nicht das 30-prozentige, sondern ich glaube, die nimmt das 3-prozentige. Das mischt sie sich aber auch noch. Das verdünnt sie also auch noch. Und also das heißt, man könnte von außen auch ganz viel tun. Wer vielleicht zu Ohrenschmerzen neigt oder sowas, sage ich jetzt einfach mal. Man kann das ganz wunderbar auch in das Ohr machen, sodass immer eine gute Sauerstoffversorgung da ist, dass alles gut atmen kann. Kann man ausprobieren, muss man nicht. Es gibt da noch viel mehr Dinge, die man mit tun kann. Und ich habe auch schon die 3% genommen und habe mir mit den Q-Tips, wo ich erkältet war, das ist aber jetzt auch schon 2 Jahre her oder sowas, glaube ich, da hatte ich mir das in die Nase gemacht. Das bitzelt fürchterlich. Das bitzelt fürchterlich. Aber dann schießt das alles nochmal raus, man putzt sich nochmal ordentlich die Nase und dann habe ich das nochmal gemacht. Und dann könnt ihr davon ausgehen, dass es rucki-zucki geht, also dass der Schnupfen rucki-zucki vergeht, weil ja das bekämpft wird, diese Viren oder Bakterien, die da sind. So, und jetzt merke ich gerade, durch dieses 30 Stopp, jetzt fängt also hier meine Nase an, ein bisschen zu tropfen und deswegen muss ich mal jetzt ganz schnell, entschuldigt mal bitte. Aber muss ich mal ganz schnell ein Tröpfchen wegmachen. So, jetzt habe ich also hier meinen Löffel. Ich habe so ein kleines Schnapsgläschen. Und da kann man sich halt auch immer das einfach, denkt immer nur dran, das Wasserstoffperoxid darf niemals mit Metall in Berührung kommen. Also nehmt Glas, Plastikschälchen oder sowas. Müsst ihr halt immer ein bisschen gucken. So, jetzt fülle ich mir, jetzt kann ich euch das natürlich so ganz blöd zeigen. Also ihr seht, das und das und das ist da. Und jetzt mache ich mir so ein Tröpfelchen. Ich mache das anders. Ich mache mir jetzt einfach was ins Glas, weil das ganz blöd ist mit der Kamera. So, also ich habe mir jetzt so minimal was ins Glas gemacht. Das werde ich natürlich nicht trinken, weil das sind die 30%, auch wenn ich das verdünne, okay? Sondern ich nehme mir, am besten wäre es, wenn ich meine Pipette hat, also wenn ich meine Pipette jetzt hätte, aber die habe ich jetzt gerade nicht. Und jetzt zeige ich euch mal, das heißt ja bei dieser Kur von dem Nobelpreisträger, könnt ihr mal googeln schön, ne? Oder auf meinem Video gucken, auf dem anderen. Da soll man ja nur die Tropfen steigern. Und guckt mal, jetzt habe ich hier, das ist vielleicht ein Tropfen. Ja, könnt ihr das sehen? Das ist vielleicht ein Tropfen. Und unten drunter hängt noch ein Tröpfchen. So, und das mache ich jetzt so in mein Glas. Und dann mache ich mein Quellwasser drauf. Das ist also, denkt dran, keine Kohlensäure bitte. So. Und jetzt mache ich mir das einfach ins Wasser. Jetzt ist das viel zu wenig Wasser dafür, weil ich habe ja die 30-prozentige Lösung genommen. Es ist aber so, dass ich das Wasser nicht so, ich finde es jetzt nicht so lecker. Und es ist auch im Mund, man merkt es ganz genau. Manche bleichen ja auch ihre Zähne damit. Die Zahnärzte arbeiten mit Wasserstoffperoxid. Man kann damit auch gurgeln. Also wenn es euch nicht gut geht oder ihr bekommt Halsschmerzen, könnt ihr damit super gurgeln, das wegmachen. Aber in minimalster, kleinster Menge kann man es eben auch nehmen. Dieser Nobelpreisträger hat es ja, Warburg, er hat es ja gesagt. So, und jetzt trinke ich das so auf einen Haps und trinke dann nach, weil wenn ich mir das Glas so voll mache und es schmeckt mir nicht,
dann überkommt es mich. Also dann muss ich würgen oder ich habe immer wieder so eine Antipathie dagegen. Und das will ich ja nicht haben, ne? Bei dem Wetter, was jetzt alles so da ist. Man will ja einfach nur, dass es einem gut geht und es räumt auch auf. Und es räumt auch auf, sagt man, eben mit Viren, die im Körper so rummachen und dir da nicht unbedingt was zu suchen haben. Und da gibt es ja ganz tolle Lektüre drüber. Also das trinke ich jetzt so. So. Und dann dauert das so einen kleinen Moment und dann gibt das so einen komischen Geschmack, Gefühl. Ich mache nicht richtig einen Geschmack, ein Gefühl. Aber vielleicht auch, weil es auf der Zunge, wir wissen ja, dass da Millionen von Bakterien drauf sind. Vielleicht, ne, dass es da auch schon sind. Also die guten scheint es nicht anzugreifen. Aber die Viren und Bakterien, die nicht da zu sein haben, also wenn ihr Magen-Darm habt, oder also wenn ich Magen-Darm habe oder irgend sowas, dann ist es auch ein Mittel, dem ich eine Chance gebe, auf jeden Fall. So, und jetzt ist dieses Schlückchen, das merke ich schon genau, das ist schon, ja, im Magen jetzt. Und da merke ich, wie es dann warm wird und dann arbeitet. Und jetzt trinke ich natürlich noch was hinterher. So, das teile ich mir auf, das trinke ich den Rest auch gleich, habe aber kein Problem damit, das auf einmal auch auszutrinken. Jetzt habt ihr das gesehen, ich mache das so und dann weiß man, das gibt Sauerstoff in alle Organe auch. Also das gibt es ab und man kann wunderbare Sachen darüber lesen, dass man weiß, das geht dann auch bis zum Darm. Also da, wo der Darm, deswegen ganz vorsichtig sein, ne? Ganz, ganz wenig nicht übertreiben, sondern so, wie das dieser Nobelpreisträger gesagt hat, diese Kur zu machen oder auch die... mir geschrieben hat dann, die einen Kommentar gemacht hat. Vielen Dank nochmal dafür. Also, es gibt genügend Menschen, die probieren das aus und jetzt merkt man das. Also jetzt merkst du in dieser kurzen Zeit schon, es ist ein ganz eigenartiges Gefühl, da kommt sowas, weil man sagt, das soll ja auch nicht in verstopfte Rohre oder sowas gemacht werden. Da könnten Rohre platzen und sowas. Also, wenn du eine ganze Flasche reinschiebst, ist es vielleicht was anderes, weil es dann doch beginnt zu blubbern. Ja? Aber wenn man das ein bisschen peu à peu macht, für die Toilettenreinigung zwischendurch, oder man hält mal die Zahnpasta einfach rein. Das hätte ich natürlich machen können, wie blöd. Ich hätte euch mal zeigen können, wie lange das bitzelt, wenn man seine Zahnbürste mal da reinhält. Oder habe ich Ihnen Zahnpasta gesagt? Nein, ne? Also die, wenn man die Zahnbürste reinhält. Auch die kann man zwischendurch immer wunderbar reinigen. Und wenn die dann eben noch nicht so verbraucht ist oben, dann kann man die sehr lange nutzen. Oder wenn man das gut verdünnt, kann man das auch mit der Toilettenbürste machen, wenn man das in die Toilette macht, das Wasserstoffperoxid mit dem Wasser und lässt dann die Toilettenbürste, wenn sie eben kein Metall hat, kann man sie eine ganze Zeit stehen zu lassen. Dann könnt ihr sehen, was das arbeitet. Und das macht nur, es bringt Sauerstoff ins Wasser. Und dieser Professor